Herzlich willkommen zum Anleitungsvideo zur Methodenkarte Fotodokumentation mit OnlyOffice. Ein Hinweis vorweg, diese Anleitungsschritte beziehen sich auf Windows-Endgeräte. Mithilfe eines iPads und der dort integrierten Kamera-App sowie einer Präsentations-App wie zum Beispiel Keynote lassen sich die nachfolgenden Schritte ähnlicher Form durchführen. Starten wir nun. Öffnen Sie auf Ihrem Windows-Gerät die Kamera-App. Ich habe sie bei mir angepinnt. Sie befindet sich hier. Ansonsten würden Sie diese auch nach kurzem Suchen in dieser Leiste finden. Und Sie können sie auch hier unten über das Suchfeld durch Eintippen und über das Kamerasymbol auf der rechten Seite nehmen wir nun ein paar Fotos auf. Das soll zunächst reichen. Öffnen Sie, nachdem Sie die Fotos aufgenommen haben, OnlyOffice und erstellen eine neue Präsentation. OnlyOffice befindet sich bei mir hier auf dem Desktop, aber auch das Icon habe ich angeheftet. Nachdem OnlyOffice nun gestartet ist, erstellen wir eine neue Präsentation über diesen orangen Button. Hier können wir nun einen Titel eingeben. Meine heißen einfach nur Test und Test-Untertitel. Sie dürfen gerne kreativer sein. Und über Folie hinzufügen können Sie nun eine weitere Folie einfügen. Mit der rechten Maustaste klicken Sie auf die neue Folie und wählen im Kontextmenü Layout ändern ein passendes Layout aus. Ich entscheide mich an dieser Stelle für Bild mit Überschrift. Fügen Sie nun eins der eben aufgenommenen Fotos in diese Folie ein und klicken Sie dazu im Bildbereich auf der Folie auf das Fotosymbol. Bild aus Datei einfügen, das ist genau, was wir vorhaben. Standardmäßig befinden sich die eben aufgenommenen Bilder im Ordner Eigene Aufnahmen im Überordner Bilder. Und ich wähle mir meinen kleinen Weihnachtsmann. Der erscheint dann auch an der gewünschten Stelle. Sollte im gewählten Layout kein Bildbereich vorhanden sein, wählen Sie alternativ im Reiter Einfügen den Menüpunkt Bild und Bild aus Datei. Das wäre dann hier zu finden. Bei Bedarf können Sie das Bild auch zuschneiden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste ins Bild, wählen Zuschneiden und erneut zuschneiden. Das tun wir einmal. Zuschneiden. Dann nochmal zuschneiden und dann kriegen Sie diese Anfasser hier an der Seite, die Sie entsprechend nutzen können. Schneiden Sie das Bild also über das Verschieben der schwarzen Randmarkierung bei gedrückter Maustaste so zurecht, wie Sie es benötigen und klicken zur Bestätigung an einer Stelle außerhalb des Bildes. Ich möchte jetzt einfach diese breiten, dunklen Ränder weghaben und ziehe es deswegen dichter an das gewünschte Objekt heran und klicke dann außerhalb des Bildes einmal auf das Weiße und entsprechend ist dann der ausgeschnittene Bereich auf meiner Folie zu sehen. Das Bild können Sie vergrößern oder verkleinern, indem Sie eine weiße Eckmarkierung, nachdem Sie das Bild einmal angeklickt haben, mit gedrückter Maustaste nach außen oder innen ziehen. Das wäre dann vergrößern und das entsprechend verkleinern. Da ich die Ausgangsgröße für gut hielt, ziehe ich es einfach wieder zurück. Über das Pfeilsymbol oberhalb des Bildes können Sie das Bild drehen. Aber auch da fand ich den Ausgangszustand gut und lasse es entsprechend. Eine Form, zum Beispiel einen Pfeil oder eine Ellipse, können Sie folgendermaßen einfügen. Wählen Sie den Reiter Einfügen und eine passende Form. Ich entscheide mich für die Ellipse. Klicken Sie im Anschluss auf eine Stelle in der Folie und ziehen die Form mit gedrückter Maustaste auf. Passen Sie bei Bedarf die Eigenschaften, Farbe, Linienstärke und so weiter der Form an. Das tun Sie hier in diesem rechten großen Feld. Fügen Sie per Doppelklick auf die eingefügte Form einen Text hinzu. Bei mir steht da nur Weihnachten 2023. Auch hier dürfen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Fügen Sie einen Bildtitel sowie einen beschreibenden Text ein. Klicken Sie dazu auf das im Layout vorgegebene Feld Folientitel. Das ist dieses.
Und auch hier schokoladige Weihnachten. Sollten diese Felder jedoch nicht vorhanden sein, kann auch über den Reiter Einfügen und den Menüpunkt Textfeld ein Text hinzugefügt werden. Hier ist der Reiter Einfügen, den haben wir schon die ganze Zeit geöffnet, und hier ist das Menü Textfeld. Einmal aktiviert, kann ich hier entsprechend einen Text hinterlegen. Und hier schreibe ich, O du Fröhliche. Mit einem Ausrufezeichen. Der Text kann natürlich entsprechend formatiert werden, wie jeder andere Text auch. Fügen Sie weitere Fotos ein, beschriften diese und speichern die Fotodokumentation abschließend über das Diskettensymbol in der Menüleiste oben links ab, alternativ auch über den Reiter Datei und den Menüpunkt Speichern. Und wie Sie es bereits gewohnt sind, geben Sie noch einen Speicherort für Ihre Datei an. In diesem Fall entscheide ich mich für den Desktop und geben Ihrer Datei noch einen Titel. Das Ganze wird abgeschlossen mit Speichern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.